Hallo liebe YouTube-Leute, heute möchte ich euch mal in einem Video zeigen, woran ihr gefakte Seiko-Uhren erkennt. Und zwar werden ja momentan sämtliche Online-Shops hier in Deutschland überschwemmt mit irgendwelchen Fakes, sei es eBay, sei es Wish, sei es irgendwas anderes. Ich mag hier jetzt auch nicht irgendwie alle Namen nennen wollen, aber auf jeden Fall ist es schon oft in letzter Zeit vorgekommen, dass Freunde und Bekannte mich darauf angesprochen haben: Mensch, ich habe da wieder irgendwas Günstiges gesehen bei Wish zum Beispiel. Kann die denn überhaupt original sein? So, ich sage es mal ganz klipp und klar: Die Dinger sind nicht original. Und zwar ist das relativ einfach auch immer zu erkennen, auch für den Laien unter uns. Und zwar gibt es einige Punkte, gerade bei Seiko, die, ja, wie kann man das sagen, die sind eigentlich unverkennbar. Fangen wir mal an. Die linke Seite, die linke, die blaue Batman, das ist eine originale Seiko. Ganz klar, Verarbeitung top, das Ding läuft wie eine Eins. Die rechte ist von Wish. So, ich zeige euch das jetzt mal. Optisch sehen die auch richtig gut aus, beide, ne? Das ist die Originale. Das ist das Fake, was Wish verkauft hat. So, woran erkennen wir das? Da gibt es zum Beispiel drei, vier Merkmale, die ja eigentlich sofort auffallen. Schauen wir uns mal oben den Lumi-Knopf an, auf der 12. Seht ihr das? Bei der Originalen ist der komplett eingelassen. Das heißt, der kann auch nicht abgehen und da passiert eigentlich nichts. So, und jetzt schaut ihn euch an. Bei dem Wishfake, ihr seht das, der ist einfach nur aufgesetzt oben. Man sieht es richtig gut. Der ist wie so ein Knopf, guckt der vorne raus. Was ganz eindeutig auch ist, das seht ihr am Gehäuse. Und zwar bei der Originalen wurde das schön schräg abgefräst, wo wo die verschraubbare Krone ist. Das heißt, ihr könnt genau sehen, man kommt hier gut dran. Das ist Ich mache sie mal auf, die Krone, die übrigens dann auch verschraubt ist. So, und man sieht sofort, hier ist alles richtig 1A gefräst worden, so dass am Gehäuse wirklich auch nichts Scharfkantiges ist. Es ist alles perfekt gemacht bei der Seiko. Da kommen wir gleich hier zum richtigen Negativen. Die wird meistens angeboten mit 200 Meter Wasserdichtigkeit. Könnt ihr vergessen. Denn wie ihr seht, die ist noch nicht mal festgeschraubt. Das ist jetzt tatsächlich, das wurde als High-End dargestellt, ist aber wirklich null High-End. Das Ding funktioniert okay, also es läuft gut. Die Funktionen sind auch alle gegeben, alles ist soweit okay, aber ich kann die nicht festschrauben, sodass eine Wasserdichtigkeit natürlich von vornherein ziemlich ausgeschlossen ist. Damit könnt ihr vielleicht unter die Dusche gehen, aber das war es dann auch. So, ein weiteres Merkmal, wo man sie erkennt, das ist überhaupt auch an der Lünette. Die normale Seiko hat 120 Klicks. Wenn man sich hier die Lünette anschaut, hat die 60 Klicks. Man hört das auch. Also die Hälfte. Bei dieser ist es so, schaut euch mal an das Spiel. Die sitzt noch ziemlich gut. Da gibt es also auch weitaus schlechtere. Ich zeige euch das jetzt an der Originalen gerade. Dann kann man es auch erkennen. So, hier sind 120 Klicks, ganz normal. Das dreht sich schon ganz anders und hört sich anders an. Das heißt, ihr habt immer 30 Klicks pro Quarter. Hier bewegt sich nichts, also gar nichts. Jetzt bewegt sich das nur, weil meine Hand da ein bisschen dran ist. Aber das ist richtig fest und spitzenmäßig verarbeitet, das Ganze. Es gibt da aber auch ganz gute Fakes. Und zwar zum Beispiel ist diese hier sehr gut. Bei der ist zwar auch die Lünette so halbwegs, aber es funktioniert alles. Man sieht auch, das Datum sitzt gerade, alles ist gut, also da kann man überhaupt nicht meckern, ist eine wunderschöne Uhr. Allerdings hier merkt ihr schon das Spiel an der Lünette. So, auch wieder nur laut klicken, 60 Klicks. Aber bei dieser Uhr, mit der kann ich zumindest
dann einfach auch mal ins Wasser gehen, denn zumindest ist da auch die Krone verschraubbar. So, die ist komplett verschraubt. Das ist gut. Eins von den höherwertigen Fakes. Woran kann man es noch erkennen? In der Regel, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so erkennen könnt. Bei den neueren Uhren, gerade bei den neueren Uhren von Seiko, sind natürlich andere Laufwerke und andere Kaliber verbaut. Was hier tatsächlich drin ist, sieht man nachher nur beim Öffnen. Mit Glück habe ich mir jetzt mehrere angeschaut. Da ist dann tatsächlich ein NH36 von Seiko sogar eingebaut. Das heißt, die Dinger sind trotzdem okay. Es müsste normalerweise das 4R36 eingebaut sein, das neue Werk, aber gut. Mit dem NH36 oder NH35 kann man leben. Die halten sehr gut, haben eine sehr gute Gangreserve und auch eine Ganggenauigkeit, die wirklich hervorragend ist. Das heißt, im Prinzip ist es schon eine relative Seiko, aber halt keine Originale. Sie sieht schön aus. Es passt eigentlich relativ alles bei dieser Uhr, optisch gesehen. Das mit der Fräsung ist natürlich auch nicht perfekt, ist sehr eckig, man sieht das hier auch wiederum. Wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit der Originalen, seht ihr, das ist alles viel weicher gefräst worden. Aber sonst sind die ziemlich gut. Dann hole ich noch eine dritte, ebenfalls von Wish gekommen. Optisch wirklich richtig schöne Uhr, aber auch hier wieder. Hört ihr es? 60 Klicks. Ist halt ziemlich laut. So, auch hier von der Verarbeitung her alles sehr, sehr, sehr eckig an der ganzen Geschichte. Die Krone ist bei diesem Modell sogar auch wieder verschraubbar, was gut ist. Sieht auch eigentlich ziemlich gut aus, kann man nicht anders sagen. Entscheidend ist am Ende auch eins, das Lumi. Das ist bei den Fakes längst nicht so stark wie bei den Seikos. Man kann das jetzt schwierig so gerade machen, aber wenn man das Lumi vergleichen würde und die Zeiger, das ist bei der Original natürlich um einiges heller. Aber auch hier sieht man unten, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, ob es scharf genug ist. Das ist auch ein NH36 ist hier eingebaut, das heißt auch nicht das Originale, was normalerweise reingehört. Ihr merkt es dann auch sehr stark, zum Beispiel an den Armbändern. Das ist zum Beispiel, klar, sieht gut aus. Seiko drauf gefräst. Das sieht okay aus, aber das Problem ist, hier, man merkt schon, das wackelt alles, das hält nicht. Das ist total locker. Ich kann das so noch nicht mal mit der Sicherheitsfallschließe reindrücken. Ich muss erst die Seite betätigen, was auch okay wäre. Dann hält es. Und dann will ich das drüber machen. Das hat überhaupt, merkt ihr das schon? Das ist total leicht. Das ist beim Seiko natürlich ganz anders. Da habt ihr wirklich eine Sicherheitsfallschließe, wo ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass die euch mal irgendwann vom Arm fällt, die Uhr. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Ihr seht nochmal, ganz wichtiger Punkt. Der Lünetten Lumi 12er Knopfpunkt oben, wie weit der rausschaut, der ist bei einer originalen Seiko definitiv eingelassen. Ich zeige euch das nochmal, dann könnt ihr da nochmal richtig schauen, wenn ihr mal so ein Modell habt. Seht ihr das? Die ist drin. Die kann auch nicht dann, wenn man irgendwo drankommt, einfach abfallen. So, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Schaut nach. Ein Tipp noch: Auch bei Citizen ist es so, wenn euch dort ein EcoDrive-Modell angeboten wird für einen kleinen Preis, denn die sind nun mal alle relativ günstig dort. Klar, dass da kein Eco-Drive-Laufwerk drin ist, solarbetrieben, das kann gar nicht sein. Das Laufwerk ist einfach zu teuer dafür, für die Dinger. Wenn die für 20 Euro angeboten werden, die Uhren oder teilweise noch weniger, könnt ihr natürlich zu 100%ig safe sein, dass das kein Original ist. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, auch wenn ihr bei eBay schaut. Dort werden auch leider Gottes viele Fakes von Seiko angeboten. Bitte seid vorsichtig, schaut auf die originalen Bilder, passt das so, und fallt nicht drauf rein, ist mir nämlich auch schon passiert. Ciao!